Hallo erstmal und herzlich willkommen, Freunde der Bohrplattform. Heute bei mir im Programm Space Drilling Station ist ein Sci-Fi Space Management Automation Game aus dem Hause IOTA Gaming und Abeling Bridge und soll demnächst erscheinen. Wer also schon immer davon geträumt hat, auf einem fremden Planeten sein eigener Chef auf einer Bohrplattform zu sein und die Belegschaft nach einem 16-Stunden-Job gern rumschubst, der hat definitiv irgendwas falsch gemacht. Ich frage mich aber nur, was? Mit Space Drilling Station erwartet euch auf jeden Fall ein richtig gutes Aufbauspiel mit vertikalem Modulbausystem, Ressourcen- und Mitarbeitermanagement, Handel und Wirtschaft sowie Automatisierung der eigenen Plattform und Implementierung von Produktionslinien. Also sehr, sehr interessant und das zeige ich euch jetzt mal. Neuspiel. Ja, 2030, der Klimanotstand. Die ökologischen Ziele, die vor Jahrzehnten zuvor gesetzt wurden, konnten aber niemals erfüllt werden. Die neuen erneuerbaren Energieressourcen oder Quellen, die wir so lange erhofft hatten, waren nicht mehr als eine Illusion. Und die konstante Produktion ohne Rücksicht auf die Konsequenzen führte die Menschheit in den Untergang. ...2052 gab es dann eine Entdeckung. Der Absturz eines Meteoriten in Polen änderte die Welt. Studien enthüllten eine revolutionäre Quelle von Energie, die man Draxen nannte. Und damit öffnete sich ein neuer Weg für die Menschheit. ...2062, die Gründung der OSRE. Im Januar, am 1. Januar 2062, wurde Geschichte in San Francisco geschrieben. Die Weltführer trafen sich, um eine Organisation zu gründen für Weltraumressourcenerkundung, die sogenannte OSRE. Am 5. April an Bord der Pegasus Zachariah Cochrane erreichte 1 Million Kilometer pro Sekunde, das mehr als die dreifache Lichtgeschwindigkeit war. 2072, der Start der IOV Victoria. Die IOV Victoria war ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte, die verbunden war zwischen der Erde und Promethea und wurde erreicht in nur 6 Monaten. Dieser Erfolg führte zu der Konstruktion von weiteren Transportschiffen der IOV Hermione und der IOV Beagle. 2078, Station 1. Die erste Bohrstation war jetzt live gegangen bzw. operationsfähig und die anderen befanden sich im Bau schnellstmöglich. Die IOV Victoria wurde in den Victoria Nexus Raumhafen umtransformiert und markierte den Anfang der Ressourcenausbeutung oder der Ressourcenaufnahme von Promethea. 2082, Station 19, ging live und damit beginnt eigentlich unsere Geschichte, um der Erde zu helfen und ein Meilenstein in der Geschichte zu hinterlassen. 2082. Ja, willkommen in Space Drilling Station. Wir sollen erstmal unseren Company-Namen, also unseren Firmennamen eingeben. Nennen wir Space Resources Inc. Incorporation, so. Die Farbe ist orange, das lassen wir. Das Zeichen sieht gut aus hier, Accept. So. Der Prolog. Ein neuer Anfang. Ich lese jetzt nicht alles durch, sondern hier wird einfach nur erklärt, ganz spielerisch, wie das jetzt zu laufen hat hier in dem Game. Also ein Tutorial. So.
Das Spiel gibt es leider momentan nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch, aber es ist alles eigentlich selbsterklärend. So. Aufbauspiele kennt man ja, die Steuerung auch. Ich klicke mal hier alles durch. Kontrollen, Movement, WSAD, hoch, runter, Zoom, Mauswheel, ne, ranzoomen. Man kann also sehr näher sogar ranzoomen. So, links, rechts. QE ist drehen oder mit dem Mausrad kann man auch drehen. Also alles relativ einfach. Ja, wir sollen jetzt einen Flur hoch und runter gehen. Das ist hier an der Seite. Denn die Bohrplattform baut man ja quasi nach oben. Wie so ein Turm. So, die Construction. Also, wir sollen was bauen. Wir sollen zwei Schlafräume bauen. Na, man sieht hier dann, die Flure sind wie in einer Verbindung. Ein Bad soll man bauen, glaube ich. Hier ist ein Bad. So. Und eine Cafeteria. Das ist das hier. So, zack, fertig. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Wir können das Ganze hier mit drei Beschleunigungen, also 1, 2, 3, gibt es drei Stufen und mit Space kann man anhalten. So, das heißt, Cafeteria steht jetzt auch. Wir brauchen ja immer einen Eingang. Also deswegen sind die Flure auch sehr wichtig. So, ja, wir sollen jetzt Mitarbeiter anheuern. Unsere ersten Mitarbeiter, denn es ist ja hier alles noch relativ leer. Hier oben übrigens sehen wir unsere Ressourcen. Ne? Also O2 ist natürlich die Luft in unserer Station, Wasser in unserer Station, Energie. Das sind die Ressourcen Polymer, Electrical Parts und Electronic Components. Die kann man verkaufen, einkaufen und braucht man halt zum Bauen von Modulen. Hier drüben haben wir die Technologiepunkte, das ist die Forschung. Hier sind dann die Betten, die belegt sind, die Duschen und das Essen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier dann hier einen Überblick behalten. Hier ist natürlich ganz wichtig noch die Rangliste. Und hier unten ist unser Baumenü, beziehungsweise unser ja, Anwerbungsmenü. Hier würde ich erstmal einstellen, nicht Skills, sondern die Kosten, was günstig ist, denn ja, wir sind ja ein bisschen geizig. So, wir sollen vier mit dem Refining Skill vier Mitarbeiter anheuern. Der zum Beispiel hier, der hat Refining. Der hat hier Refining, der und der. Nein, der war nicht, das war falsch. Einer fehlt noch. Ich habe ja, na gut, den brauchen wir ja eh. Nehmen wir den, so. So, gut. Und was sollen wir machen mit denen? Und einen Koch. Einen Koch sollen wir auch noch anheuern. Der ist hier für $306 noch der günstigste. So, jetzt wird uns einiges erklärt. Wie wir jetzt was herstellen. Das klicken wir jetzt mal durch. Wir brauchen, einmal mal anhalten. Also wir sollen einen Koch anstellen. Dafür haben wir hier die Möglichkeit oder hier drüber über den, ja, über den Staff. Da suchen wir uns den Koch raus und können dann hier sagen Cafeteria Apply. So, das macht er dann, wenn ich dann jetzt hier, ja, da sind sie schon. So, hier zum Beispiel ist noch kein Koch drin, dann müssen wir den hier einstellen. Gut, dann machen wir das hier drüber. Apply. Dann haben wir einen Koch eingestellt und müssen jetzt natürlich sagen, was er kochen soll. Und sagen hier, also normale Meat. Das normale Essen. So. Wir sollen eine Raffinerie bauen. Gucken wir mal, wo ist denn die Raffinerie? Ja, Produktion. Die Raffinerie hat immer einen Ausgang und einen Eingang. Da sieht man das schon. Da ist der Ausgang. Da klicken wir mal an. Und was wir hier noch brauchen, ist ein Flur. Damit wir hier das Ganze hier verbinden. Das Ganze ein bisschen beschleunigen. So, da ist der Flur, aber die Raffinerie ist ja noch nicht fertig. Müssen auch ein bisschen aufpassen, dass uns das Essen hier nicht ausgeht, ne? Denn die Essen brauchen sogenannte Food-Rationen. Halten wir mal an. Also hier ist die Raffinerie.
Und wir sollen 4 Leute einstellen in der Raffinerie. Das können wir wieder hier tun. Raffinerie 70, so. Seht ihr hier. Oder, wenn es schneller gehen soll, macht er das über die Raffinerie hier, ne? Klickt hier drauf und sagt den in die Tagschicht und Raxen produzieren. Unendlich viel. Also alles wirklich relativ selbsterklärend. Ja, Market. Der Markt. Wir sollen auf den Markt zugreifen und sollen Food-Rationen, also Essensrationen importieren, weil die brauchen wir, um Essen herzustellen. Die können wir selber nicht leider herstellen. Die müssen wir importieren immer. Oh, da können wir mal sagen, um 30 Stück. Kostet immer Geld. Und wir brauchen Medizin. Und Medizin würde ich 10 sagen. So, ich hoffe, er hat das jetzt gemacht. Ja, sieht so aus. Oh gut, Medizin können wir mal 5 machen. So viele werden ja nicht krank. Und Essen gehen wir mal runter auf 20. 30 ist vielleicht ein bisschen viel. So. Oh, wir sollen jetzt weitere 4 Leute anheuern für die Nachtschicht, weil die sind ja Tagschicht. Sieht man ja daran, dass es hier gelb ist. Gelb bedeutet Tag. Und wahrscheinlich dunkel ist dann Nacht. Ja, genau. So, sehr schön. Also auch alles gut, gut farblich und verständlich gemacht hier. Gefällt mir echt sehr gut. So, wir brauchen nochmal welche, die günstig sind. Der hier, und der hier. Und weisen die jetzt auch zu. Die sind jetzt alle in der Tagschicht. Moment. Da habe ich was falsch gemacht. Die sind jetzt alle in der Tagschicht. Ne, Moment mal, wartet mal. Das ist ja falsch. Oder hat er sie jetzt Nachtschicht? Ne, 4 in der Nachtschicht. 4 in der Tagschicht. Gut. Ja, den haben wir ja schon eingekauft, ne? Und jetzt kommt das ganz Interessante an dem Spiel, nämlich die Produktionslinien, die man hier einführen kann, um alles zu automatisieren. Dafür hier unten auf Logistics sagen eine Produktionslinie. Da wählen wir natürlich den, den wir ja schon gekauft hatten, den Händler oder diesen, der den Skill Handling hat. Sagen Tagschicht, sagen okay. Der soll ein Item transportieren. Wir sollen ja, so wie es aussieht, Draxen, also einmal Draxen und sollen den in Ladedock, nein, wir sollen den in der Raffinerie aufnehmen, also nehmen und zurück ins Ladedock bringen, Level 1 und da ablegen. So, ist auch alles sehr schön gemacht hier, ne, von blau zu grün und dann läuft das alles automatisch. Das hat auch einen Sinn. Denn wir müssen Vorgaben erfüllen. Je mehr wir produzieren, also Draxen oder andere Geschichten, desto mehr Energiepunkte bekommen wir. Seht ihr, hier läuft er gerade hin und setzt das da alles hin. Und das wird dann einmal alle 24 Stunden abgeholt und dafür bekomme ich dann Punkte. Und je besser meine Punkte sind, oder je höher meine Punkte sind, desto mehr Ruf bekomme ich. Was wiederum bedeutet, dass ich dann halt besser produzieren kann, beziehungsweise bessere Angebote kriege. So, also wir sollen jetzt Polymer sollen wir machen oder raffinerieren. Jetzt könnte ich über diese hier ganze Geschichte Polymer jetzt noch hinzunehmen. Oder ich mache eins, ich baue einfach eine zweite Raffinerie. Setzt die hier hin. Bauen Flur. Beziehungsweise Quatsch, das ist nicht gut, was ich mache. Wieder nochmal weg.
Wir müssen den Flur hier hinbauen. Ist ja nicht angeschlossen. Denn hier brauchen wir gleich noch was. Dieser Block. Denn wir brauchen eine Treppe. Infrastruktur. Damit wir eigentlich nach oben können. Damit wir sozusagen in die zweite Etage laufen können. Dafür ist es halt gut, ne? So, und in der zweiten Etage, das kann man dann hier drüber steuern, haben wir nämlich jetzt Zugang und können dann hier jetzt wieder anfangen zu bauen. Da würde ich jetzt erstmal einen Flur bauen. Erstmal hier hin. Und ich würde hier nochmal was zum Schlafen bauen. Denn wir brauchen ja gleich noch mehr Leute. So, Moment. Okay, wir haben nicht genug Polymer fehlt. Alles klar. Dann müssen wir hier gucken, dass wir erstmal die fertigstellen. So, ist fertiggestellt, die Raffinerie, ne? Ja, hier sind jetzt 8 Leute drin. Pro Raffinerie können ja nur 8 Leute drin sein. Und hier stellen wir mal jetzt, oder suchen wir noch ein paar Leute. Mit Refining. So viel haben wir jetzt nicht mehr. Und sagen jetzt hier Tagschicht. Und sagen jetzt Polymer. So. Das heißt ja jetzt, das Problem ist, das ist nur die Tagschicht. Und nachts könnte man jetzt umstellen, diese Raffinerie auf Polymer. Und die lassen wir erstmal, weil wir haben nicht genug Leute. Wir haben noch 2. Ja, 2 sind das, ja. 2. Okay. Müssen wir gleich nochmal umstellen. Oder wir sagen halt eben, Draxen und Polymer sollen sie herstellen. Aber ich weiß nicht, wie schnell dann die Produktion ist. Wir sind jetzt von 0 bis 24. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis die dann alle langsam in die Gänge kommen. Da müsste jetzt bald losgehen. Ah ja, jetzt geht die Produktion los. Ich mache mal hier etwas einen Zeitvorsprung. 15 Uhr, 6,2. Oha, das wird ein paar Tage dauern. Weil ich hier nämlich die ganzen Sachen noch gebaut habe. Hier sieht man das auch sehr schön. Man kann auch die Leute anklicken. Ne? Und dann kann man sehen, was die hier brauchen. Zum Beispiel Essen. Und dann sieht man hier, Essen ist Problem. Wir haben noch 50. Brauchen aber, so wie es aussieht, wieder Food-Rationen. Also gehen wir mal doch lieber hoch auf 30. Weil daraus werden dann diese Sachen hergestellt. So, momentan haben wir 27 Energy Points. Und das sieht man dann hier oben. Das ist total witzig gemacht. Denn es gibt eine öffentliche Liste. Und da könnt ihr euch dann daran messen. Ne? Also, wie gut ihr seid. Vom Bauen her und von dem Ganzen. So, wir haben Polymer gesammelt. Dann können wir das ja hier wieder abschalten und lass die anderen dann halt sammeln. Die Frage ist jetzt, wir sollen, okay, wir sollen jetzt hier noch auf dem Markt einen Request starten, also hier, und nachfragen,
ob wir elektronische oder elektrische Teile bekommen können. Sagen wir Need 10 und Electrical Parts. Ja, 3 Tage müsste reichen, ja. Okay, so. Quantität 10 und dann werden wahrscheinlich irgendwann diese Teile eingehen, wenn der Request, also die Anforderung angenommen wurde. Weil das kommt nicht von der Erde. Zum Beispiel jetzt hier, wie das Schiff hier jetzt wieder losfliegt. Na, wir liefern ja die Ressourcen, die wir ja hier abbauen, an die Erde und kriegen dafür von der Erde auch so halt eben Rationen. Müsste man jetzt eigentlich hier sehen. Seht ihr, wir haben jetzt hier 12,5 Essensrationen. Hat er wahrscheinlich schon neu produziert. Die geliefert wurden, alle 24 Stunden. Und müssen gucken, dass wir immer viel Essen da haben. Weil je mehr Leute, desto mehr Essen, desto mehr Hunger haben die auch. So. Okay, wir sollen 2 Raffinerien haben. Man sieht hier zum Beispiel, Produktivität, der Index ist bei 58. Er ist noch nicht hoch, ja, wahrscheinlich, da, weil der hier in so einen Massenunterkünften schlafen muss. So, wir brauchen eine 2. Die Draxen produziert. Dann machen wir das so. Und hier stellen wir auch Draxen ein. Ja, nee, Moment mal. Das haben wir ja, ne? So, hier die Raffinerie. Polymer und Draxen. Und die stellen wir auch ein. Das ist übrigens hier die 86. Jetzt könnten wir rein theoretisch, könnten wir jetzt noch einen zweiten einstellen hier, ne? Einen zweiten, der hier... Melissa zum Beispiel, der kostet nur $311. Und sagen hier, richten eine 2. Produktionslinie ein, denn der eine schafft ja die Sachen aus der Raffinerie hin. Das andere Zeug bleibt ja hier liegen. Das heißt, wir machen 1. Wir sagen hier, Melissa, 2. Produktionslinie. Dann müssen wir jetzt mal gucken, welche Raffinerie ist denn das hier? Ich glaube, das wird auch angezeigt. Tag, so und Items, Draxen. So, und das ist jetzt... Nee, das ist falsch. Hier, die Raffinerie ist richtig und soll aufnehmen. Und den nächsten Schritt zum Ladedock abgeben. Accept. Damit sollte die 2. Produktionslinie eingerichtet sein. Ja, desto mehr wir an die Erde liefern, desto besser wird ja auch unser Ruf. Und dadurch bekommen wir auch bessere Leute wieder mit besseren Skills. So, wir sollen die Produktion von 3,6 Kubikmeter pro Stunde erreichen. Momentan haben wir eine Produktion von 3,2 Kubikmeter. Das liegt einfach daran, dass wir keine Nachtschicht haben in der 2. Raffinerie. Seht ihr, jetzt haben wir hier wieder neue Leute bekommen. So, das heißt, wir brauchen noch... Ah, kein Koch. Ich will doch keinen Koch. So, ich will den aber loswerden wieder. Kann man den denn nicht wieder rausschmeißen? Einen 2. Koch. Na gut, einen 2. Koch können wir gebrauchen. Aber es wird knapp hier mit der Energie. Wasser und Sauerstoff wird knapp. Das heißt... Wir müssen in 2. Ebene noch weiter bauen. Und hier brauchen wir noch einen was zum Schlafen. Sauerstoff wird knapp, ne? So, alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch einen bauen. So, den haben wir auch. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder 8 Sauerstoff und 1 Energie. Jetzt fehlt uns
Super, uns fehlt jetzt... Auf jeden Fall, Energie. Hier. Zack, bauen wir hier einen hin. So, jetzt müssen wir noch warten auf den Generator. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Karenz und können ja, ich glaube, unten haben wir auch erreicht, ne, die Produktion. Gucken wir noch mal einen Koch. Wir brauchen noch hier, also 1, 2, 3, 4. Gut. Und die stellen wir jetzt in der Raffinerie an. Okay, Moment. Die sind jetzt 8 zu 8 drinne. Moment mal. Okay, genau. So ist es richtig. Nachtschicht, Nachtschicht. Damit sollten wir auf jeden Fall rund um die Uhr... Nein, der nicht. Obwohl wir könnten ja rein theoretisch... Ah, den Koch lassen wir erstmal. Der Kocher ist ja eh noch nicht angekommen. Gut, dann können wir den ja auch noch nicht rausschmeißen. So, wir sollen einen Research Lab bauen. Aha, okay. Ein Research Lab. Das hatte ich da auch irgendwo gesehen hier. Da ist es. Und das können wir hier unten hinsetzen. Passt sogar noch perfekt dahin. Nehmen wir an, wir müssen jetzt auch noch einen Wissenschaftler. Ah, hier unten einer. Für $649. Und den müssen wir wahrscheinlich hier noch einbasteln. Michaela Taylor. Ja. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier Technologie und brauchen 5 Punkte. Wie viel haben wir? 0. Ja, und wie kriegen wir die? Vermute mal, der Wissenschaftler muss dann hier erstmal arbeiten. Das Problem, was ich habe, ist hier, diese beiden Blocks kann ich nicht füllen. Schade eigentlich. So, die müssten... Ah, um 10 Uhr ist Schichtwechsel. Alles klar, verstehe. Wo ist denn eigentlich unsere Michaela hier? Ah ja, da arbeitet sie. Kann man mal gucken. Ja, da sitzt sie und schreibt. Immer noch 0 Punkte. Und mal gucken. Jetzt haben wir einen Punkt. Okay. Bedeutet, wir kriegen hier pro Tag nur 2 Punkte, oder wie? Aber traurig. 2 Punkte pro Tag, ja. Gut, müssen wir durchlaufen lassen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Essen aus? Essen haben wir noch 24, ne? Ja, Essen geht wieder aus. Obwohl, ne, wir haben gekocht, haben wir noch 121 im Lager. Ja, okay, das reicht. Kommen ja bald wieder neue. Ja, die essen einem die Haare vom Kopf, ne? So 30 Essensrationen. Das Geld nimmt ab, ne? Meine Herrschaften. Von 80.000 auf 58.000. So, wie viele Punkte haben wir denn jetzt hier?
Oh, 5. Ja, sehr schön. Dann können wir das ja hier freischalten. Was macht dieses Restocking? Okay, Reparaturen. Wir sollen einen Wartungsmannequin hier. Lucy Blank. Wäre die günstigste. So. Und was machen wir mit der jetzt? Irgendwo blinken Bereiche hier, dieser. Und dann reparieren. Okay. So. Okay, und jetzt geht er reparieren. So, hat er repariert? Jetzt hier noch. So, das Schiff ist da. Sollte uns jetzt wieder Futter bringen. Ja, seht ihr hier? 23. Perfekt. Okay, Ruf. Ah ja, okay. Also, wie ich es schon vorhin erklärt hatte, wir müssen halt Sachen erreichen, also Vorgaben erreichen. Sollten wir das nicht schaffen, kann uns auch die Lizenz entzogen werden. Was natürlich sehr ärgerlich wäre. So, momentan. Okay, ich habe 45 Produktions noch nicht erreicht. 27 NIG Points habe ich geholt. Oha, sie haben meine Reputation runtergesetzt. Das geht so nicht. So, was wollen die jetzt hier? Oha, ja, wir sollen jetzt... Ressourcen, die man alles dann in den Storage schmeißen kann. Hier drüber. Station. Import ist gleich geblieben. Ja, Operating auch. Export ist nach oben gegangen. Also da kann man sich ja nicht beschweren. Und nachts... Nee, die Woche geht ja nur, ne? Da geht's leider noch nicht. Ah ja, okay. Also Level 1 bedeutet, ich habe Schlafzimmer. Level 2 ist dann Toiletten, Medical Center und Employees 30. Okay. Nee, Quatsch. Das ist, wenn ich das erreiche, bekomme ich Level 2 und ich sollte das ja erhöhen. So, ich habe jetzt 45 Energy Points, soll ich schaffen. 4,3 von 45 habe ich. Und ich soll dann 45 Energy Points exportieren. Okay, das heißt ja, ich bekomme pro Draxen $199. Deswegen habe ich jetzt wieder 61.900. Ah ja, guck mal hier. Also kompressiertes Draxen bringt 5 Energy Points. Fuel Cell 15 und Heavy Fuel Cell 25. Okay, das heißt ja, ich brauche ja Produktion. Also doch nicht ganz so einfach hier. So, erstmal brauchen wir... Forschungspunkte. Construction Improvement hört sich gut an. Medical Center war ja irgendwie Stufe 2, ne? Ja, um da hinzukommen, muss man nochmal gucken. Brauchen wir Medical Center, Employees 30. Wo haben wir denn unsere Employees? Wie viel sind wir denn jetzt momentan? 22.
Also brauchen wir noch 8 und ein Medizincenter. Oha, brauchen wir 20. Oh ja, okay. Ja, nee, dann brauchen wir ja noch einen zweiten Forscher. Das geht ja gar nicht anders. Müssen wir einen zweiten Forscher anheuern? Hier zum Beispiel für 630. Der arbeitet in der Nachtschicht. Wo ist denn jetzt hier? Der ist Research und der macht hier nachts. Research Lab. Nein, ich sagte Nachtschicht. So, dann nehmen wir die auch noch mit. Achso, wir haben keinen Raum mehr. Und der macht dann hier auch nochmal, nee, der macht Tagschicht. Haben wir schon mal 3. Und wir brauchen wieder Raum. Zum Schlafen brauchen wir. Und wir brauchen bestimmt eine Dusche. So. Halt, Moment. Das sind ja jetzt alles Schlafzimmer, ne? Okay, das ist hier auch geblockt. Uns fehlen noch elektrische Teile und elektrische Komponenten. Da könnte man mal gucken, ob wir... Ne, Moment mal. Es wurde noch kein... Noch nicht angenommen. Ein Request. Importieren. Vielleicht Add. Repair Kits, Medical Kits und Drinks. Nein. Ja, elektrische Teile fehlen und Need. Elektrische Komponenten brauchen wir auch. 10 Stück. So, ansonsten müssen wir die selber herstellen. Also auf jeden Fall müssen die erstmal arbeiten. Wir haben 4 Punkte. Improved Construction Improvement wäre wichtig. Erhöht die Produktionsgeschwindigkeit um 10%. Ja, nee, warum nicht, ne? Produktion haben wir hier. Greenhouse Printing Facility. Und hier ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. Ja, und da sieht man das halt. Assembly Line, der produziert also Treibstoffzelle, schwere Treibstoffzelle, Repair Kits. Und die machen elektrische Komponenten hier. Aber wo machen wir denn hier dieses, wo können wir denn dieses Draxen kompensieren? Silikon und Kupfer. Moment mal hier. Alles rohe Produkte. Es muss ja noch eine Möglichkeit geben. Medizinisches Center. Okay, das finde ich noch raus. Wo jetzt genau man dieses andere macht, dieses... Oder das muss man hier dieses kompressierte Draxen... So, kann man denn jetzt schon was oder noch nicht? Ja, wir haben erst 5, okay. Wir müssen da noch ein bisschen laufen lassen.
So, der, ach guck mal, die Request für elektronische Komponenten wurde akzeptiert von einer anderen Station, wird also in 3 Tagen geliefert. Das ist sehr schön. Trax 9,6, also mal gucken, was sagen denn eigentlich unsere Mitarbeiter? Ja, die haben Hunger, wie sieht's mit dem Essen aus? So, wir haben Octavia Design Station 17, ist das? Ja, die ist, ja, war schwierig, aber ich habe den Start der Produktion gemanagt. So. Ah ja, also okay. Unterstütze mich mit Ressourcen. Ah ja, sie will sozusagen, dass wir sie mit Ressourcen unterstützen und dafür profitiert jeder davon. Sie bekommt Ressourcen und ich bekomme Geld für weitere Entwicklung. Und sie würde sich freuen, die Geschäftsbedingungen halt weiter auszubauen, um wegen der ganzen Reputation. Oh, gute Frage jetzt. Was nimmt man da? Entweder ich mache mit oder sage, okay, soll sie sich um kleinere kümmern. Okay. Oh, schwierig jetzt halt eben, also sie will, glaubt, dass Reparaturen halt nicht wirklich den Fehler beheben, aber sie würde sich freuen auf meine Unterstützung. Okay, thank you, alles klar. Ich glaube, das haben wir noch. Wir sollen die Station auf Level 3 upgraden. Boah, das ist ja also echt schwierig, auf Level 3 zu kommen. Level 3 ist ja hier. Beziehungsweise Level 3, da brauchen wir verbesserte Schlafräume. Ja, verbessertes Essen und 50 Beschäftigte. Das dauert ja ewig. Das Schiff ist wieder da, wir werden das wieder nicht schaffen. Ich muss irgendwie die Produktion hochkriegen. Vielleicht haben wir ja hier nochmal einen. Ja, hier haben wir ja einen, ne? Da ist sogar noch einer. Der hat 2 Skills und ist deutlich günstiger. Zack, den nehmen wir mit. Der macht noch Research, geht in die Nachtschicht. So, wie viel können wir denn eigentlich anstellen? Ah ja, nur 4 von 4. Haben wir 2 in der Nachtschicht und 2 in der Tagschicht. Oh ja, ja, ist klar. Also wieder mein Ruf verringert. Das heißt ja, wir müssen mal hier gucken, dass wir Kupfer und Silikon noch reinschmeißen. Und hier, die müssen auch noch ein bisschen härter arbeiten. Aber es geht nur mit Draxen halt, ne? Und die zweite Geschichte hier. Wasser haben wir noch genug, ja. Dann muss man auf jeden Fall gucken. Ob wir eine weitere Raffinerie setzen. Da würde ich jetzt wahrscheinlich hier eine hinbauen.
und den Flur hier hin. Und dann würde ich hier noch, hier haben wir ja Strom, hier haben wir Wasser, dann würde ich noch Sauerstoff. Da fehlt nämlich auch noch was. Das würde dann nämlich hier hin passen. Kriegen wir noch Sauerstoff dahin, dann passt das alles, haben wir das gut eingebaut alles. Hier können wir ja leider keine Raffinerie mehr hinsetzen. So, und jetzt brauchen wir wieder ein paar Leute. Einmal hier. Hier ein. Drei. Oh ja, seht ihr? Und da geht's schon los, weil wir jetzt immer wieder heruntergesetzt wurden in der Reputation. Haben wir jetzt das Problem, ne? Dass wir nicht mehr genug Leute hier haben. So, das heißt, es kommt nicht mehr genügend. Gehen die mal in die Tagschicht hier. So. Produzieren Draxen. Müssen immer mal regelmäßig gucken. Oh ja, hier ist noch einer. Der ist gerade frisch dazugekommen. Tagschicht. 4 Stück Draxen produzieren. So, ein wurde erfüllt. Ah ja, hier zum Beispiel Contact Offers. Och Gott, ja, wie soll ich denn das machen? Moment mal, vielleicht müssen wir mal gucken. Okay, wenn wir das hier abschalten, sagen wir mal hier, die sollen sich mal nur um Draxen kümmern. Und die auch hier so. Zack, fertig. Polymer müsste ich ja jetzt 88,6 haben. Naja, das kriege ich auf jeden Fall noch hin. Leute, ich sehe schon wieder, wir haben wieder sehr viel Zeit hier drin verbracht. In Space Drilling Station. Richtig cooles Game, gefällt mir sehr gut. Da kann man sich echt schnell verlieren und die Zeit vergeht auch relativ fix. Muss sagen, sehr gut. Performance-technisch sehr gut. Grafisch ist es nett. Es macht Spaß. Es ist wirklich von der Lernkurve her auch relativ einfach gehalten. Und es wird dann, ne, man merkt das richtig halt, immer schwerer. Das heißt also easy to play, hard to master. Und das Coole an der Sache ist ja hier, dass ihr hier noch eine Liste habt, eine öffentliche Liste, wo ihr dann vergleichen könnt, wo ihr steht halt mit der Zeit. Jo, kommt auf meine Liste, da werde ich nochmal reinschauen, wenn es dann released wurde. Ansonsten... Ah, Moment, wir haben es geschafft. 58 Energy Points. Objectives increased. Keep up the great work. So, perfekt. Haben wir es ja doch noch zum Schluss geschafft. So, Leute. Wir sehen uns im nächsten Gameplay angespielt oder im nächsten Livestream. Macht's gut. Tschüss.